3 oder 2 Euro, yes, ist das dein Ernst? Mach uns nicht kaputt, ey. Nein, das habe ich nicht doch gesehen. Ich habe das schon bei Tesla reklamiert. Boah, ich krieg die Krise. Wie? Von selbst euch in selbst entwickelt? Gehört, Schamberg macht jetzt auch Hi-Fi, jetzt versuche ich das mal. Also das, was er mit Musik Ahnung hat, hat er mit Design keinen Geschmack, glaube ich. Wir haben die originale Hochtöner rausgenommen vom Tesla. Und das nächste ist halt die Mitteltöner mit einem Audio-Magnet und einer sehr großen Schwingspule. Kann man nicht sagen, dass er schlecht ist. Es ist ja nicht schlecht, aber auch nicht das Feinste natürlich. Ja. Wir versuchen jetzt hier gerade zu lernen. Die beiden sind ja hier wirklich hergekommen, um uns auch zu zeigen, wie das geht. In Österreich darf man vielleicht auch die Scheiben vorne polieren. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Jürs GmbH, der Kollisionsspezialist. Was sagt euch das Model 3? Die Österreicher sind da. Die HiFi-Spezialisten, die beim beiden Mr. Grey Carbon die Anlage eingebaut haben und bei dem ich zum Dämmungsworkshop gefahren bin. Nach dem Intro seht ihr, wie wir ein Model 3, also mehrere Model 3s tatsächlich, HiFi-Anlagen einbauen. Weil das werden wir zukünftig mit anbieten. Und der Tibor ist mit seinem Mitarbeiter gekommen, damit er uns das zeigt. Ihr seht, ich bin aus der Puste. Ich bin schon voll am Rumwetzen hier. Genau, nach dem Intro werdet ihr sehen, wie wir unterschiedliche HiFi-Anlagen einbauen und wie wir das Model 3, was ich euch letztens schon gezeigt habe, ja, wie wir da den Satz anbauen, lackieren und so weiter und so fort. Aber mehr nach dem Info. Intro meine ich. Und besonders ärgerlich, er hat einen Unfall gehabt auf dem Weg hierher. Er ist über eine riesen Radhausschale gefahren. Der schöne Carbon-Spoiler kaputt. Das ist ja echt schon gruselig. Ja? Guck mal bitte die Scheibe. Das ist die Scheibe? Vorne. Tatsache. In Österreich darf man vielleicht auch die Scheiben vorne polieren. Sieht gut aus, ja. Auf dem Weg hierher ein Unfall gehabt. Na, passiert, ne? Aber dafür ist er ja richtig beim Kollisionsspezialisten und das werde ich ihm mal zum Weihnachten schenken. Herzlich willkommen in Österreich, in Deutschland. Grüß Gott. Servus. Macht das ja ordentlich. Unsere Kunden sind immer sehr, ne? Das ist das Problem. Die Kunden, immer die Kunden. Schlimm mit denen. Sehr ordentlich wollen die das immer haben. Genau, ja. Ganz pingelige Kunden. Verbrennt er sich die Finger, sag ich. Finger verbrannt? Na. So, Tibor kennt ihr ja schon aus dem anderen Video, ne? Tibor, du bist schon weltbekannt in Deutschland. Weltbekannt in Deutschland, ja. Armaturenbrett sehen wir hier. Wenn ihr HiFi-Anlagen einbaut, heißt das immer auch Armaturenbrett dämmen. Warum macht ihr das? Ja, es ist wegen der Vibrationen. Alles, was halt schwingt, löscht den Klangbild. Ah, sozusagen, okay. Ne? Und wir haben euch jetzt mal hier, das ist jetzt ein Model S Pre-Facelift. So, alle guten Dinge sind zwei oder wie war das? Kamera ging auf einmal aus. Vielleicht sehen wir nicht gut genug aus heute. Das gehört auch zum Friseur. So, alle guten Dinge sind drei. Wir hatten einen kaputten Akku. Wir haben jetzt eben ein Model 3 fertiggestellt. Das ist ein SR gewesen und hat jetzt im Grunde genommen vorne zwei Kickbässe bekommen. Ja. Hat eine Vier-Kanal-Endstufe. Vier-Kanal-Endstufe. Und das werden wir auch später verbauen. Das ist wirklich, ich habe es mir eben angehört, phänomenal. Ich bin gespannt, was der Kunde sagt. Jetzt haben wir hier ein Tesla Model S. Dort bauen wir keine Endstufe ein. Der hat schon das Premium-Paket
Und dort bauen wir jetzt einfach nur die Lautsprecher um, sozusagen. Einfach ist gut. Ihr habt gesehen, wie zerlegt das Auto ist. Aber es wird auf jeden Fall immer mit einer Dämmung zusammenverkauft. Und das Armaturenbrett ist ein wesentlicher Teil davon. Aber jetzt erzähl mal, jetzt haben wir hier zwei Hochtöner. Wir haben zwei Hochtöner, wir haben die originale Hochtöner rausgenommen vom Tesla. Ja. Das ist aber 30 mm Seidenkalotten-Hochtöner. Seidenkalotten, okay. Ja. Das ist diese Membrane da drin. Ja, das ist Seide. Und woraus ist die? Das ist auch Seide, aber das ist eine beschichtete Seide. Okay. Wodurch durch die Hitze und von der Kälte und von der Sonne und das Ganze besser geschützt wird. Okay. Genau, auf das wurde jetzt ausgetauscht. Okay. Und das nächste ist halt die Mitteltöner, was wir da haben. Was das Original drinnen ist, das ist halt der Kunststoff-Mitteltöner mit einer Papiermembran und Schaumsicke. Ja, auch wieder Original. Auch wieder Original, genau, richtig, ja. Und dagegen und tauschen dagegen wir ein? Dagegen tauschen wir aus, das ist halt der Aluminiummembran mit Echtgummisicken. Okay. Mit einem Neodym-Magnet und einer sehr großen Schwingspule. Und durch das hast du mehr Leistung. Ertragter-Lautsprecher. Also das könnt ihr euch natürlich bei mir hier anhören. Ihr seht ja im Hintergrund, das ist mein Auto. Wir verbauen hier extra keine Endstufe, damit ihr euch das hier anhören könnt. Also das ist quasi euer Testauto, wenn ihr mal hören wollt. Beim Model S Facelift wird es ja ähnlich sein. Ne? Das wird jetzt kein Klangunterschied sein. Also das heißt, wenn ihr ein Premium-Paket habt, bauen wir euch das so ein wie hier. Das könnt ihr euch bei mir anhören. Wenn ihr aber ein Premium-Soundpaket habt, dann müssen wir mit einer Endstufe einer 6-Kanal. 6-Kanal mit DSP rechnen. Mit DSP rechnen. Und ob wir das hinkriegen in Zukunft, das wissen wir noch nicht. Da müssen wir noch mal ein bisschen mehr in Leere gehen hier sozusagen. Weil der Tibor ist ja auch da, um dem André das alles zu zeigen und den Niklas. Wir versuchen jetzt hier gerade zu lernen. Die beiden sind ja hier wirklich hergekommen, um uns auch zu zeigen, wie das geht. Und wir brauchen natürlich Vorführfahrzeuge, damit wir euch den Klang zeigen können. Genau, Mitteltöner wird ausgetauscht. Das ist alles Aluminium. Aluminium, Neodym-Magnet. Und bei meinem Grauen, bei Mr. Grey Caravan, war das sogar Carbon, ne? Carbon haben wir drin, ja. Ah, okay. Ja. So, und dann haben wir hier den, ist das? Das ist der Original Basslautsprecher. Ja. Kann man nicht sagen, dass er schlecht ist. Es ist ja nicht schlecht, aber auch nicht das Feinste natürlich. Ja, okay. Aber ja, mag was halt magst, seine. Was meinst du, was kostet sowas im Einkauf, wenn eine Firma wie Tesla das tausendfach verkauft? 3 Euro, 2 Euro, wenn nicht weniger. 3 oder 2 Euro, ja, ist das dein Ernst? Das ist bei allen Herstellern. Wow, wenn krass. Du, wenn du fragst, Autohersteller in tausenderweise. Wow, sicher. Wahnsinn. Kostet halt nicht. Und jetzt kommt hier was für einer rein? Das kommt von uns entwickelt, deine Basslautsprecher rein. Wie, von selbst euch in selbst entwickelt? Ja genau, die haben wir. Dass der alles macht, der Kerl, das ist krass. Das haben wir entwickelt, das ist ein spezielle 8 Zoll Basslautsprecher. Mit einer enorme tiefer Resonanzfrequenz. Also wenn man halt die Lautsprecher schon reinbaut und gut dämmt die Tür, gut festmacht. Und wenn man noch eine Verstärke einbaut, dann braucht man überhaupt keinen Subwoofer-Kister mehr. Da macht der Lautsprecher alles. Fast. Unglaublich. Das ist halt der große, da, bei ihm ist halt der Magnet vorne, nicht hinten wie bei den gewöhnlichen Lautsprecher. Okay. Durch die Einbautiefe. Ich wollte gerade sagen, da verringert sich ja auch die Einbautiefe. Einbautiefe, ne? Genau. Und eine riesengroße Spule. Und der Lautsprecher hat 180 RMS Leistung und das ist für eine Kickbass-Lautsprecher in die Tür enorm viel. Okay. Also da haben wir ungefähr um die, das ist ein 1-Ohm-Lautsprecher, ja, da wird halt sein, so eine 20, 25 Watt Lautsprecher ist das. Ne? Okay. Das hat schon die doppelte Leistung. Natürlich. Sehr genial. Ich bin gespannt, wie sich das nachher anhören wird. Ja, okay, in diesem Sinne, das war jetzt Tesla Model S. Im Vorwege habt ihr gesehen, dass wir am Model 3 bei waren. Und ich werde den Kunden mal versuchen zu überreden, dass er mal seinen Eindruck schildert. Weil ich glaube, das geht immer am besten, wenn man das Gesicht sieht. Wow, wie geil ist das denn? Das werden wir mal versuchen. Ich werde ihn gleich mal fragen, ob er bereit ist, ein Video zu machen mit uns. Und ja, wir machen mal weiter jetzt. Ne? Genau, wir machen weiter. Okay. So, ich bin gespannt, was der Bernd sagt. Moin. Moin. Ja, so. Du möchtest Musik hören. Ja. Du hast vorher einen Long Range gehabt und hast dir jetzt ein SR geholt und hast gesagt, oh Gott, was ist das für ein Unterschied von der Anlage her? Genau.
ist doch ein bisschen einfacher alles gehalten, ne? Ein bisschen oder ja, doll? Ja. Ja, ganz schön. Also ich fand das, der Unterschied ist doch ganz schön. Also ich sag mal, vom Autofahren finde ich den Unterschied nicht doll. Ja. Aber Fakt, die Musik ist eine ganz klare Nummer schlechter. Ja. Das muss man so sagen. Ja. Ihr hattet vorher das Premium-Paket drin? Ja. Und dann hast du dir gedacht, hast gehört, Schamberg macht jetzt auch Hi-Fi, jetzt versuche ich das mal. Genau so. Jetzt warten wir auf den Wahi, wo der in den Schlüssel holt. Wir warten nur auf dich wieder. Oh. Na, wer? Na, geht's dir gut? Ja, klar, super. So, dann machen wir die Schutzmaßnahme da raus, die haben wir noch drin. Oh, und dann lassen wir den Bernd mal hinsetzen. Ja, Bernd. Ach guck mal, der hat schon was reingeschmissen da wieder. Yes. Der hatte ja Handy. Handyschüssel. Ja, nun bin ich auf das Gesicht gespannt, was der Bernd sagt. Ich weiß ja nicht, was er sonst immer so für Musik hört. Aber wir werden uns das mal anhören. Hört sich rein. Dann genießt. So. Service-Modus muss man noch rausnehmen. Service-Modus, wo ist er denn hier? Model 3 muss ich immer noch fünfmal gucken, weil ich ja sonst nur Model S war. So, dann mach mal deine Mucke an, was du sonst so hörst. Tja, lass mal gucken. Was machen wir hier? Backstreet Boys zum Beispiel. Ja. 90er Jahre. 90er Jahre. Sehr gut. So, jetzt muss die Tür auch zumachen, weil sonst haben wir keine gute Soundkulisse. Na, das hört sich doch gut an. Pass auf, gleich kommt er. Was habt ihr jetzt vorne Lautsprecher? Lass dich überraschen. Ich denke auch, ne? Das ist doch ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, das war jetzt unser Probeauto, an dem nämlich meine Mitarbeiter geschult worden sind, weil die beiden Österreicher sind ja extra hierher gekommen, und um zu zeigen, wie man das einbaut, weil wir sind ja nun mal Karosserie- und Lackspezialisten und keine Hi-Fi-Anlagen-Einbauer. Hier sind sie jetzt geschult, das ist schon mal relativ einfach. Wo wir noch ein bisschen Problem haben, ob wir später so richtig mit digitalen Soundprozessor, weil der muss nämlich echt mit Notebook daran und das wirklich einstellen. Und das weiß ich noch nicht, weil, na, ob wir uns das zutrauen. André will sich das heute mal angucken, ob er das kann. Mal sehen. Ja, Bernd, ich habe jetzt noch gerade mein Auto in Arbeit. Da bauen sie nur Lautsprecher ein. Das hat das Premium Soundpaket, der rote, ne? Hat das Premium Soundpaket. Und da versuchen wir jetzt nur Lautsprecher einzubauen. Und dann, damit wir auch einen Vorführer mal hier haben, damit wir das mal zeigen können, was das dann wirklich bringt. Ja, klar, macht ja Sinn. Aber das hier ist wirklich ein Tag- und Nachtunterschied. Ja, ne? Schöne neue Kapelle. Ja, genau. In diesem Sinne. Ja, dann wünsche ich dir gute Fahrt. Ja, ne? Danke, Michael. Und ich gehe jetzt mal zu den Jungs rüber, wie weit die mit meinem roten sind. Alles klar. Ach, ciao. Ciao. Der ist jetzt besser gedämmt als ein IQS. Da ist eine Blase, siehst du das? Im Display ist eine Blase, eine richtig fette Blase. Wo? Guck mal, siehst du nicht? Oben links in der Ecke. Guck mal von der Seite. Links. Links. Hier? Links, ja. Und jetzt, die ganze Ecke ist lose. Ja, das ist nicht unser Problem. Nein. Nee, wir haben da nichts gemacht. Ist aber eine neue MCU und da ist eine dicke Blase. Folie drin. Ist drauf. Nimm die Folie. Schutzfolie. Ja, Mann, komm schon. Mach uns nicht kaputt, ey. Nein, das habe ich nicht doch, gesehen. Michael. Sag mal. Das gibt's doch nicht. Reiß mal runter die Folie. Das gibt's doch na, gar lass nicht. Das, das ist Schutz noch. Ich habe doch schon meinen Tesla reklamiert. Ich habe schon gesagt, hey Roy, mein Tesla-Mitarbeiter, den ich da kenne. Du, da ist eine Blase drin. Wenn ich dem jetzt erzähle, die Folie ist da drauf. Oh, ich krieg die Krise. Leute, du. Ja. So, jetzt könnt ihr hier gucken. Jetzt haben wir auch gleich die A-Säule mitgedämmt. Das haben wir damals nicht geschafft. Das ist ja unser normaler Subwoofer, von, wenn du ein Premium-Paket beim Model S hast, richtig? Genau, richtig. Und was willst du mit dem jetzt machen? Also das wollen wir jetzt nur mal ausprobieren, das bieten wir nicht an. Aber er möchte mal was testen.
Jetzt willst du den auseinanderbauen und dann? Die werden wir auseinanderbauen. Wir werden mit verschiedenen Dämmmaterialien innen dämmen, innen und außen. Und dann wieder zusammenbauen. Und dann wird das. Lautsprecher bleibt. Lautsprecher bleibt. Na, ich bin gespannt, was das noch bringt. Das bringt noch was, einiges. Okay. Ja. Und das machen wir. Sehr gut, dann los. Drauf, bündig, dann ist alles okay, passt schon. Ja. Bisschen anders ist aber wurscht, das macht nichts. Wir haben den vom P100D genommen, wir dachten natürlich, der vom S85 ist genauso. Was ist, doch ein bisschen anders oder was? Geht es besser? Du hast noch nicht gesehen, was man beim Lautsprecher, weil die haben auch modifiziert hinten. Du hast alles innen drinnen gedämmt. Die Lautsprecher auch, die Körbe haben wir modifiziert. Das wird mehr schon jetzt. Hörst du? Hör ich. Ich bin gespannt. Ja, das wird gut gehen. Ich bin gespannt. Super hast du das gemacht. Das ist geil. Super. So, jetzt hast du endlich mal was gut gemacht. So, so ungefähr. Ah, jetzt ist super, ne? Danke. Viel Stoff. André sagt gerade, er ist schon schnell, aber Tibor, der André, der, wir haben ja Winter und der André, dem laufen schon die Schweißperlen runter hier. Mann, 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 du. Und die wollten heute eigentlich auf den Weihnachtsmarkt. Keine Chance, wir fahren nur mehr Buch heute. Wir besorgen eine Flasche, fragen wir hier. Genau, fährt mal hier, macht mal hier. Nun bin ich mal gespannt, was das noch bringt. Wir haben den von dem Bernd, den SR, mit Endstufe 4-Kanal, ein HiFi-System eingebaut. Wir haben in dem Model S mit Premium-Paket, neue Lautsprecher vorne, neue Hochtöner, neue Mitteltöner und haben dort eben noch zusätzlich zu dem Flüsterpaket ein paar Dämmmaßnahmen vorgenommen. Und an dem schwarzen Model S, habt ihr auch gesehen, haben wir eine 6-Kanal-Endstufe mit digitalen Soundprozessor. Und ich hoffe, dass ich zu diesem Video noch die Preise nachher am Ende nenne. Das kriege ich hin. So, jetzt sind wir auf dem Weg zu dem Spoiler. Anfang des Videos habt ihr ja gesehen, hat Tibor auf dem Weg von Österreich hierher in Österreich noch den Unfall gehabt. Und wir haben das jetzt geflickt, so gut es ging. Aber er wollte nach Möglichkeit noch in der Mitte Carbon erhalten lassen. Aber das ist schon ganz schön eng und das wollen wir uns jetzt mit ihm zusammen ansehen. Schau mal, Tibor. Hier vorne haben wir jetzt schon nur mit Klarlack ausgetupft, die Stellen. Passt. Ja, aber wenn wir jetzt, hier abkleben scharf, dann ja. So werden wir machen, so ungefähr. So. Also du willst unbedingt noch Carbon erhalten lassen? Ja, okay. Machen lassen. Money? Und dann ist picobello. Ich muss hier Money finden. Money? Er möchte Carbon behalten, unbedingt. Also, Manni, gepickt heißt, du hast es super geklebt. Also, picken heißt in Österreich kleben. Hast du gut gemacht, Manni. Hat gut gepickt. Schau her, so habe ich mir vorgestellt. Dieser Punkt, das macht nichts, das ist von da kommst du bis daher so. Ja. Also, er will unbedingt Carbon behalten. Ja. Genau. Suchst du die andere Seite einmal die Mitte nehmen? Und dann, Seite genauso oder komplett? Nein, nee, genauso. Komplett Carbon, nur so rustikal, fertig. Und dieser hier auch? Genauso. Nein. Nur das Nein. Was? Bleibt. Das komplett Carbon. Das ist spezial, das ist neues System. Was, du willst die andere Seite so behalten? Natürlich. Ja. Natürlich. Also das, was er mit Musik Ahnung hat, hat er mit Design keinen Geschmack, glaube ich. Ja, dann ist das wert. Man kann hier auch Schräge machen, wenn so wie das ist. So ein bisschen reinlebeln. So, genau.
Brennnebel. Ja, so wie das hier auch ist. Ja, ja, das ist perfekt dann. Weil alle Kanten von den anderen Teilen sind auch reingenebelt. Genau. Das ist halt, also du willst die linke Seite lackiert haben, und also die rechte vielmehr, und naja, gut, okay. Das haben wir darum gemacht, weil der so kaputt war. Na, dann werden wir mal sehen, was wir da zaubern, ne? Stefan, du lackierst? Ja, ich bestimmt. Oder irgendeiner. Gut. Aber wir kriegen das schon hin. Alles klar, wir kriegen das hin. Ich habe wie immer Telefon, ihr kennt das, ne? Tschüss, bis bald, ja, bis später. Das ist wie neu, das passt. Das ist so wie neu, fertig aus. Ihr habt ja gesehen, wie wir das jetzt geflickt haben. Ist natürlich ein bisschen jammerschade, so ein schönes GFK-Teil. GFK. So ein schönes Carbon-Teil zu flicken und reparieren, aber sonst hätte er neu gemusst und er wollte ihn gerne erhalten. Da vorne möchte er jetzt seine Firmenwerbung draufkleben, aber so sieht er ja wieder gut aus. Wir haben es jetzt im Grunde mit Glasfasermatten geklebt und mit Glasfaserspachtel verspachtelt und dann eben nur die Ecke lackiert. Na, da soll Firmenwerbung drauf, okay. Heckdiffuser hatte er aber schon. Haben wir ja abgebaut für die Stoßstangenlackierung. Und da hat André eben auch den Fußsensor eingebaut für die Amtech-Geschichte. Und Tibor, aufregend bei uns, wa? Mamma mia. Oh, müde. Müde? Zu viel Arbeit. Zu lange, wenig, zu viel. Wenig. So. Hier, dalle. Ja, schon besser. Jetzt ist Turbo. Oh, nix? Bei mir passt. Ach, bei mir muss ich auch. Nee, ja, schon. Jetzt schieben, oder? Langsam schieben, ja. Ja, mach ich. Meine unglaubliche Leute. Ist mal so. Jo, Carbon ist halt immer ein bisschen stabiler als normaler PU-Kunststoff. Und deswegen sind ja halt auch Zubehörteile. Das muss manchmal alles erst passend gemacht werden. So, ein Abschlussvideo, Ende aus vorbei. Ja, das Dämmen des normalen Subwoofers hat nochmal extrem viel gebracht. Das war Tibor seine Idee, war gar nicht abgesprochen. Hat er gesagt, hey, guck mal hier. Den Zapfhufer, den dämmen wir. Das ist der Originale. Wir hatten auf dem vom P100D, aber der passte nun nicht so ganz, aber haben die auch wieder hingekriegt. Wahnsinn, was da rauszuholen ist, nur mit so einem Lautsprecherpaket. Wirklich immens. Ja, Tibor, wieder tolle Arbeit geleistet. Was meinst du, haben meine Jungs das so langsam drauf? Können die auch zukünftig die HiFi-Anlagen einbauen? Sicher. Funktioniert es, ja. Sehr, sehr gut. Er ist ein guter Beibringer, ein guter Lehrer, ein guter Scout. Coach, sag ich mal. Und er kann den André das gut zeigen. Ja, jetzt habt ihr schon einiges gesehen. Jetzt versuche ich nochmal gleich im Anschluss dieses Video die Preisliste aufzuzeichnen, damit ihr wisst auch, was der ganze Spaß kostet. Im Moment haben wir nur Preise in Verbindung mit dem Flüsterpaket. Wenn ihr nur HiFi möchtet, ein bisschen Dämmung ist immer dabei, das geht gar nicht anders. Aber dann müsst ihr uns wirklich gesondert einmal anfragen. Ansonsten, wie gesagt, mit Flüsterpaket verkaufen wir das Ganze. Weil ihr spart unfassbar viel Geld, weil alles schon einmal auseinandergenommen worden ist. Ja, es bleibt mir nichts weiter. Wie immer, ein paar gute Tage. Bleibt gesund. Daumen hoch, wie immer, ihr kennt das alles. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin, ciao. Und ihr glaubt gar nicht, was das gebracht hat. Das Auto steht immer hier. Das könnt ihr euch anhören. Ihr könnt euch auch mein Grauen anhören. Also von daher, jede Menge Hörproben bei der Jürs GmbH. Bis dahin, ciao. Tschüss, Österreich. Ciao. Tschüss, Deutschland.